Jetzt haben wir den Schichtbetrieb gehabt, 6 Wochen lang. Und wie üblich möchte ich mir da gern festhalten, wie ich das ablaufen habe lassen. Bei uns war es so, die Gruppe A ist immer Montag, Dienstag in die Schule gekommen, die Gruppe B Mittwoch, Donnerstag in die Schule und am Freitag war für alle Online-Unterricht. Und das hat natürlich den blöden Effekt, dass die Gruppe A nur eine Präsenzstunde in der Schule gehabt hat, aber dann die Doppelstunde am Freitag online. Und der Gruppe B ist es auch so gegangen, die hat nur eine Stunde präsent gehabt und die Doppelstunde am Freitag. Und da habe ich mir gedacht, so kann das aber nicht gehen, weil da treten wir praktisch nur auf der Stelle, da kommen wir überhaupt nicht mehr weiter. Dann habe ich mir gedacht, das geht eigentlich nur, dass ich sage, Montag, Dienstag mache ich die eine Stunde und darauf aufbauen, dann Mittwoch, Donnerstag mache ich die zweite Stunde. Und das geht natürlich nur, wenn man die live macht. Also habe ich mir das so gedacht, ich streame die Stunde einfach. Dann können nämlich die Kinder, die da in der Klasse sitzen, mir zuschauen und die anderen, die halt zu Hause sitzen, die sehen das live, genau zum gleichen Zeitpunkt und können sich eventuell auch daran beteiligen. Ja, und das heißt, wenn wir so eine Stunde Montag, Dienstag, eine Stunde Mittwoch, Donnerstag und darauf aufbauen, dann am Freitag die Online-Stunde. Das hat wunderbar funktioniert. Ich fange da jetzt an, vielleicht am Freitag, wie wir das gemacht haben. Da kann ich auf das andere Video verweisen, weil das habe ich genau gleich ablaufen lassen. Nur nochmal in aller Kürze. Wir treffen uns pünktlich zum Stundenbeginn und machen so schriftlich ein paar so Kopfrechenübungen. Das hat sich da schon so eingespielt, die Kinder mögen das, das funktioniert gut. Und dann poppt bei ihnen die Aufgabe auf. Da habe ich also im Kursnotizbuch den kompletten Stundenablauf festgehalten und sie wissen ganz genau, da ist jetzt die Aufgabe, da ist jetzt die Aufgabe und wenn sie die fertig haben, dann machen sie ein Foto oder sie schreiben das Lösungswort und kopieren das dann in das Kursnotizbuch hinein. Manchmal habe ich es auch gemacht, dass ich ganz kurze so Videosequenzen gemacht habe, wo ich dann gesagt habe, um genau 9.10 Uhr schaut euch dieses Video an und dann wird das genau in dem Moment halt öffentlich geschalten und darauf aufbauend haben sie dann die nächsten Aufgaben gemacht. Das hat alles tadellos hingehört. Videokonferenzen selber so, das habe ich mir eher gespart, weil da gibt's immer wieder Probleme und wenn ich da irgendwas Wichtiges machen will, dann kann ich es eigentlich vergessen. Darum habe ich mir gesagt, Videokonferenzen, die machen wir so zur Auflockerung, einfach um ein bisschen zu plaudern, um uns zu sehen, wie es uns so geht, ein paar Geschichten zum Erzählen. Das läuft gut, nicht zu lang, weil die Kinder sitzen da eh vorher und hinterher lang nur vom Computer. Nach ungefähr einer Stunde tauchen dann neue Aufgaben auf, das ist für die Schnellen, die sogenannten Bonusaufgaben. Haut auch wunderbar hin. Wer will, kann die machen. Und wer nicht will, braucht sie nicht machen. Und deshalb wächst ihm da halt kein Nachteil. Aber es hat sich herausgestellt, das macht den Kindern total Spaß und die nehmen sich sogar dann hinterher im Laufe der Woche mal Zeit und machen diese Bonusaufgaben nach. Und etwa 10 Minuten vor Ende der Stunde poppt dann die Hausübung auf als Aufgabe. Und da steht da wieder alles genauso drinnen, wie sie es erledigen sollen, Lösungswort schreiben. Angewöhnt habe ich mir, dass alle Aufgaben von Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, das Fälligkeitsdatum ist immer Freitag 18 Uhr. Also wenn jemand am Vormittag einmal keine Zeit hat oder keine Lust hat oder wie auch immer, oder die Aufgabe am Nachmittag machen will oder am nächsten Tag, überhaupt kein Problem. Aber für die Kinder ist das von Vorteil, das ist einfach klar, am Freitag um 18 Uhr muss einfach alles fertig sein. Hat sich bewährt, funktioniert tadellos, mache ich nachher weiter so. Wie ich das mit dem Kursnotizbuch mache, das sieht man in den anderen Videos. Ich habe da also im Kanal allgemein in unserem Klassennotizbuch, habe ich dann da die Stunde drinnen, die heißen so wie alle Stunden, gell? Da steht halt dann der Nachtrag live dabei und in dem Fall, wenn ich da reinklicke, sieht man es ja, da ist eigentlich nur da drinnen der Link, wo die Kinder dann einfach draufklicken und dann legen sie los. Der Stream startet ja automatisch, zeitgesteuert. Und wie habe ich mir das jetzt da hergerichtet? Das Setting, wie da gestreamt wird. Gell? Also da habe ich also das OBS. Damit manage ich das Ganze. Und wenn das jetzt eine Live-Stunde wäre, dann wäre jetzt das Bild, was die Kinder zu Hause sehen. Das wäre natürlich fad, weil das ist genau immer nur das Gleiche. Und ich habe mir das dann so zurecht... Ja, wenn jetzt da was pumpert, dann sind das meine Nachbarn, gell? Ich habe mir das dann so überlegt, wenn ich schon diese Möglichkeiten habe, dann hätte ich doch da eine Tafel. Seht ihr die Tafel gerade nicht? Die Tafel schaut nämlich so aus, gell? Da ist die Tafel.
Da seht ihr schon, wie das ausschaut. Gell? Aber das ist das gestreamte Bild und ich kann dann da hinzeigen und sagen, da ist der Mauszeiger, da steht zu Hause bleiben, wie auch immer. Und so kann man da so also hin und her schalten. Manchmal wäre es halt fein, dass ich noch was sagen kann. Gell? Dann habe ich das ja so gemacht. Jetzt ist da meine Tafel und ich bin auch da. Man sieht also beides. Vielleicht ist es manchmal auch nicht so wichtig, dass die Tafel so groß ist, dann machen wir das andersrum. Dann bin halt ich da und kann was erzählen. Aber die Tafel habe ich trotzdem noch zur Verfügung. Gell? Das geht eigentlich recht gut. Und die Anwendung praktisch wäre dann so, wenn meine Kollegin wiederkommt, dann hätte halt sie eine Kamera und könnte da irgendwas zeigen. Und ich habe eine Kamera und dann haben wir da praktisch einen Bildschirm, so muss ich das sagen. Zwar so Bütteln, wo man halt beide zugleich sieht, ohne dass man immer nebeneinander da knapp vor der Kamera da stehen müssen. Oder ich kann diese kleine Kamera, die da steht, gell, die sieht man jetzt nur in dem Bild da, die steht gerade außerhalb da von dem Objektiv, die kann ich natürlich auch kippen und irgendwie mich dabei filmen, wie ich was schreibe oder wie ich irgendwas in einem Buch erkläre oder wenn ich einen Versuch mache oder was auch immer. Ich kann mit der durch die Klasse herumgehen. Also alles Mögliche wäre dann da möglich. Ja. Und wenn ich wieder nur will, dass man nur mich sieht und die Tafel nicht mehr notwendig ist, passt, geht auch. Wenn es wichtig ist, dass man die Tafel sieht, dann kann ich da halt die Sachen da entwickeln. Und wenn es dann fertig ist, gell, dann haben wir ja einen neuen Job in der Klasse, weil die Tafellöscher braucht es ja fast nicht mehr. Aber die Tafelbildfotografen, da ist immer jemand anderer eingeteilt und die machen dann die Bilder vom Tafelbild. Das ist dann praktisch ein Komplettpaket. Ich kriege das dann über Signal zugeschickt und das schaut dann so aus. Ich habe da in unserem Kanal, in dem Fall halt Dezimalzahlen, gibt es den Punkt Notizen. Da. Und da haben wir dann, vielleicht sieht man es jetzt so auch, alle Tafelbilder. Okay, und da haben wir also da die Tafelbilder. Da haben wir also dann alle Tafelbilder von alle Stunden. Und da kann man sich dann jedes nochmal genauer anschauen, was ich da zusammengeschrieben habe. Das ist also das Komplettpaket dann, dass man so sieht, aha, da sieht man, wie sich das entwickelt. Hinterher kann man sich aber das Tafelbild dann nochmal genauer anschauen. Und wenn irgendwas zum Abschreiben ist und man ist ein bisschen langsamer, dann kann man sich das da anschauen. Klappt wunderbar. Es hat sich bei uns inzwischen eingebürgert oder eingespielt, muss man fast sagen, dass die, die zu Hause sitzen, durchaus bei der Stunde mitmachen. Ja. Da macht es dann immer wieder dann Pipip bei mir, weil die Kinder schreiben dann über Signal. Ja, und wenn ich dann eine Frage in die Klasse stelle oder gleichzeitig dann euch zu Hause, dann zeigen halt die in der Klasse auf und die von zu Hause schreiben über Signal dann ihre Antworten. Oder wenn mir mal ein Fehler passiert, manchmal passiert es mir durchaus, dass ich da ein Blätzchen auf die Tafel aufschreibe, dann piepst es halt wieder und die liest dann da und sieht, ah, das müsste eigentlich die und die Zahl sein. So habe ich dann eigentlich immer die ganze Klasse zur Verfügung und wir können da wunderbar die Stunden machen und das verpasst dann niemand was, weil wenn jemand am Vormittag beim Arzt ist oder wie es bei uns aufgetreten ist, dass einer mal krank war, 2-3 Tage, ja mei, die Stunden sind ja dann immer noch da, ja, das zeige ich jetzt daher. Diese ganzen Livestream-Stunden, also das sind die normalen Uploads und da sind die Livestream-Stunden, die sind ja nicht gelistet, also nicht öffentlich. Nur wer den Link hat, kann darauf zugreifen und der Link steht ja da im Kursnotizbuch, das verschwindet ja nicht. Also wenn jemand krank war, dann schaut er sich die Stunde einfach am Nachmittag an und verpasst so gar nichts. Und die Videos, da ist ja manchmal ein bisschen Blabla auch dabei. Das habe ich mir inzwischen so angewöhnt, ich kann da hergehen und sagen, bei den Livestreams, was nehmen wir da, wenn ich das bearbeite, dann schreibe ich da unten diese Zeitmarken noch einmal rein. Und wenn dann jemand sagt, ma, wie war das da? Das Beispiel 88a, wie hat das funktioniert? Live schaut es dann so aus, dass das Video normalerweise da vorne startet, gell? Und in der Videobeschreibung stehen die ganzen Zeitmarken drin. Und wenn jemand sagt, da, das Beispiel 88a, das habe ich nicht verstanden, wie ist das gegangen? Dann klickt er direkt auf die Zeit. Ja, das heißt, wir notieren uns da Übungsbuch, Seite 88. Genau.
und kann sich dann nur die Erklärung von nur dem Beispiel nochmal genau anschauen. Oder wenn er die Hausübung nicht verstanden hat, dann schaut er nochmal, wie war das mit der Hausübung? Und dann springt das Video genau zur Hausübung. Mathematik, gell? Macht's mal bitte die Seite 88. So, das war's. Das war die Hausübung. So ist es also ein Komplettpaket und die kann da eigentlich immer mit der ganzen Klasse unterrichten und das geht tatsächlich recht gut. Die eine Hälfte sitzt da, die andere Hälfte sitzt da. Machen wir es so, dann sieht man wieder. Die eine Hälfte sitzt also da in der Klasse, die andere Hälfte schaue ich da an beim Streamen. Sie kriegen die Stunden mit, sie können mitarbeiten über Signal, sie sehen das Tafelbild, sie können die Tafelbilder hinterher anschauen. Also was will man mehr? Ja, ich wüsste schon noch was ich mehr will, weil was ich noch nicht gesagt habe ist, Streamen in der Schule geht nicht. Was auch immer da für ein Board gesperrt ist oder was, jedenfalls es geht einfach nicht. Und ich bin im Laufe der letzten 6 Wochen nicht drauf gekommen, warum nicht. Jetzt mache ich das halt so, ich starte mein Handy, das steht nämlich da gerade, mache einen Hotspot, steige mit dem Laptop über mein eigenes Internet, übers Handy ein und stream das dann so über mein Internet. Hau da hin. Wunderbar. Keine Probleme. Das ist also im Moment die Art, wie ich da unterrichte. Ich habe da schon noch ein paar Ideen, wie ich das noch verbessern, verfeinern kann. Und das Equipment habe ich da ja. Schauen wir mal, was wir draus machen. Ich freue mich jedenfalls schon auf die Zeit, wenn die Masken wieder herunter ist, weil das schaut beim Unterrichten doch ein bisschen blöd aus. Bei den Videos, aber zumindest habe ich da die Möglichkeit, dass die Kinder alle dabei sind. Und die Erfahrung bis jetzt hat gezeigt, sie sind eigentlich immer dabei. Wunderbar. Na dann, viel Spaß beim Nachmachen. Ich trinke jetzt nochmal einen Kaffee. Die sehen das live zum gleichen Zeitpunkt. Es hat sich da bei uns inzwischen eingebürgert, dass die, was zu Hause sitzen, die was, gell?